Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, die letzten Stunden, Minuten und Sekunden des alten Jahres 2017 verrinnen gerade. Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns zum ersten bei euch allen zu bedanken. Nämlich bei allen, die unsere Videos verfolgen, jetzt schon seit Mai 2017. Wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten, über jeden einzelnen Aufruf unserer Videos und freuen uns natürlich auch über jede Menge Kommentare, sofern vorhanden. Seit Mai 2017, das sind ja schon über 7 Monate. Sowas aber auch. Was? Und es macht immer noch so viel Spaß. Richtig, richtig. Ja, ja, ja. Und wo wir schon beim Thema Spaß sind, wir haben ja auch unsere Silvester-Empfehlungsliste gemacht. Und jetzt haben wir hier einfach mal Spiele aufgestellt, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei unserer Silvesterparty heute Abend auf dem Tisch landen. Wobei wir dazu sagen müssen, wir feiern Silvester nicht zusammen, aber wir feiern Silvester mit Spielern zusammen. Genau. In seinem Kreise. Ganz genau, ganz genau. Und da muss natürlich entsprechend auch ein Spiel auf dem Tisch. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir feiern deswegen nicht zusammen, weil man kann dann getrennt kann man viel mehr Spiele spielen. So könnte man es auch sehen. Ja, genau. Überdeckung nicht so groß. Und ein Spiel, was auch nicht auf unserer Liste war, ist Magic Maze. Das haben wir tatsächlich bei unserer Silvester-Top-Liste nicht bedacht und ist uns so mir im Nachhinein ein bisschen eingefallen. Aber ich finde, auch das Spiel eignet sich hervorragend für Silvester und kommt heute Abend mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf den Tisch. Und natürlich Stille Post Extrem hatten wir, glaube ich, auch nicht bei uns auf der Liste. Nein, ich glaube, wir hatten es zwischenzeitlich erwähnt, aber wir hatten es nicht auf der Liste mit drauf. Ja. Auch ein super schönes Spiel. Also eigentlich könnten wir die Top 7 nochmal zurückdrehen und eine Top 8 draus machen und die beiden Spiele mit aufnehmen. Genau, also in der Top 8 wären die zwar auf jeden Fall auch mit drauf gewesen. Zwei Spiele aus aus den vorderen Plätzen von uns beiden sind Tic-Tac-Boom und Codenames. Und das sind wirklich schon, ich sag mal, fast schon Party-Klassiker, ne? Definitiv, definitiv. Aber eigentlich wollen wir hier gar nicht mehr so lange um den heißen Brei rumreden. Wir wollten bloß sagen, was bei uns heute Abend auf dem Tisch landet. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was landet bei euch denn auf dem Tisch? Was sind so die Spiele, die ihr spielt? Oder wenn ihr dieses Video 2018 erst anschaut, schreibt mal unten in die Kommentare, was habt ihr gespielt? Genau, oder was habt ihr dann letztes Jahr komplett gespielt? Könnt ihr auch schreiben. Richtig, Feedback. Was sind denn so eure Highlights des letzten Jahres? Ja. So einfach ja. So ein bisschen ein Resümee des Jahres, des Spielejahres 2017. Und morgen kommt dann unser Video, unser Ausblick, was wir so vorhaben für 2018. Ja, aber morgen, das ist doch erst nächstes Jahr. Richtig, nächstes Jahr halt. Morgen im neuen Jahr. Und in einem Jahr. Ja, hoffentlich nee. Nicht. Nein. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne, supergeile, spaßige Silvesterparty. Feiert schön rein, rutscht gut rüber nach 2018 und verfolgt uns hoffentlich auch im neuen Jahr regelmäßig. Lasst es krachen und spielt schön. Macht's gut und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Tschüss.